Lehre im Kreuzberger Prinzenbad. Dort, wo Ende Juli sonst kein freier Platz zu bekommen ist, tummeln sich nur wenige Badegäste. Doch für die Hartgesottenen hat das schlechte Wetter in diesem Sommer auch seine guten Seiten. Wetter ist eigentlich egal. Also ich finde sogar schlechtes Wetter, Regen oder irgendwas ist besser. Also dann ist es leer und dann ist das Bad. Je kälter das Wetter, desto warmer das Bad. Und morgens baden, weil es hier schön leer ist und ja, weil es schön ist. Morgens Erfrischung und ich finde das Wetter gar nicht so schlecht heute.